So, und jetzt machen wir weiter mit der Story. Wir sind vorher, haben die Story angenommen. Und jetzt müssen wir die Störenfriede der Ungezähmten beseitigen. Das machen wir gleich. Gehen wir raus. Ja, schaut schon schön aus. Kann man sich so Codex-Einträge holen, auch von den neuen Kreaturen, die hier rum sind. Wie es ausschaut, müssen wir da wieder zurück. Müssen wir mal kurz abchecken. Wir müssen die Eindringlinge zurückschlagen. Okay. Passt. Da hinten ist Feuer. Dann laufen wir gleich mal hin. Das könnte unser Plan sein. Hier sind sie schon. Es gibt ja auch einen neuen Level Cap jetzt hier. Vorher war die Höchststufe war Level 70 und das ist jetzt auf Level 75 hoch. Aber es ist ein relativ leicht zum Leveln mittlerweile in Star Wars The Old Republic. Es geht sehr, sehr schnell. Und von daher ist das absolut kein Problem. Eindringlingen folgen, aber hier sieht man schon ein bisschen einen Fehler, einen kleinen Grafikfehler gerade eben.
Ah, okay, das Loch im Boden. Ja, manchmal bin ich einfach nur blind. Ich spiele das jetzt schon seit 6 Jahren, das Spiel. Und manchmal kommt es mir so vor, als hätte ich gerade erst angefangen. Es gibt auch neues Gear jetzt wieder bei Star Wars The Old Republic und auch Crafting, da hat sie ein bisschen was getan. Also neue Crafting-Pläne, neue Crafting-Level und alles. Und ja, ist ganz gut. Es gibt halt den Spielern auch ein bisschen was zu tun, weil so in den letzten, beim letzten Update oder bei der letzten Erweiterung 5.0, da ist in dem Falle eigentlich nichts passiert. Also das war mehr für Einzelspieler, Story, die das mögen. Aber sonst ist relativ wenig passiert halt hier. Und ja, das ist ganz gut jetzt bei 6.0. Es gibt 2 neue Flashpoints und eine neue Operation auch. Und das ist schon mal wieder ganz gut. Wie ihr seht, das ist mein Heiler, der Gelehrte, und ist so meine Lieblingsklasse eigentlich. Spiele ich ganz gerne. Da sind schon noch einige Bugs hier, wie man da sieht. Der versteckt sie und ist nicht angreifbar. Aber mit AOE-Damage, Flächenschaden, kriegt man die dann auch hin.
Commander, ihr seht irgendwie anders aus. Und ihr seid früher hier, als ich geschätzt hatte. Ich denke, ich würde mich daran erinnern, einem wie dir schon mal begegnet zu sein. Wir werden später die Gelegenheit finden, uns erneut kennenzulernen. Persönlich, ich sorge dafür. Die Feuersequenz ist bereits festgelegt. Meine Berechnungen lassen keinen Spielraum für Fehler oder Einmischungen. Ihr könnt meine ferngesteuerten Droiden vernichten, aber nicht bevor die Verteidigungskanonen im Orbit die republikanische Flotte auslöschen. An alle Einheiten. Kampfaufzeichnungsprotokoll Aurek starten. Mal sehen, zu was ihr wirklich fähig seid. Ich bin gespannt, was ihr Neues gelernt habt. Republikanische Flotte, fahrt eure Schilde hoch. Imperiale Truppen haben den Verteidigungskanonen des Planeten befohlen, auf euch zu feuern. Ich deaktiviere sie jetzt, aber sicher ist sicher. Verstanden. Schilde hoch. Wir ziehen die Flotte in eine sichere Entfernung zurück und bleiben in Alarmbereitschaft. Tau, dieser ganze Angriff war ein Ablenkungsmanöver. Die Imperialen haben versucht, mit den orbitalen Verteidigungskanonen unsere Schiffe zu zerstören. Ich konnte sie gerade noch aufhalten. Das ist gut zu hören, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Typen hier auch wissen, dass es nur eine Ablenkung ist. Könntet ihr uns im Thronsaal zur Seite stehen? Bin unterwegs. Okay, wie man gesehen hat, so die meisten Bosse, die sind jetzt nicht mehr wirklich schwierig. Wenn man halbwegs gutes Gear hat, dann schafft man die locker. Das war so vor 6 Jahren, wo ich angefangen habe zum Spielen, war das nicht so. Da habe ich teilweise dann echt Hilfe gebraucht, auch so für manche Bosse in den Klassenstories. Klar, damals habe ich in dem Spiel noch nicht so wirklich gut ausgekannt. War schon ein relativ krasser Anfänger, aber trotzdem ist das Spiel schon einfacher geworden jetzt, was ein bisschen schade ist auch, finde ich. Und generell so das Leveln und alles, das ist viel schneller und einfacher geworden. Früher hat man noch die ganzen Planeten-Stories mitmachen müssen, Nebenquests und alles, damit man dann richtigen Level für den nächsten Planeten hatte. Und heute kannst du in 2 oder 3 Tagen kannst dich aufs Maximum hochleveln. Oder zumindest ihrer Version dieser alten Traditionen. Commander, ich bin Senatorin Nebet. Ich danke euch für euren Heldenmut und dass ihr rechtzeitig zur Stelle wart. Die tödlichsten der Angreifer waren wohl seine Anhänger. Gewalttätige Isolationisten, die fremde Einflüsse ausmerzen oder vertreiben wollen. Der Rest sind die Soldaten von König Petruf, der sie persönlich in den Tod geführt hat. Und irgendwelche Droiden, die mir nicht bekannt vorkommen. Die Droiden sind vom Imperium. Ferngesteuert. Ich habe im Kontrollraum der Orbitalkanonen gegen einige von ihnen gekämpft. Sie haben mit mir geredet. Die Frau, die sie kontrolliert, behauptete, mich zu kennen. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Die verschlüsselten Nachrichten.
Das Imperium muss Petruf davon überzeugt haben, dass wir Pläne gegen ihn schmieden. Bevor er sich zurückzog, hat er ständig davon gefaselt, er wolle seinen Thron zurückerobern. Doch wie das Imperium die Ungezähmten dazu überredet hat, an der Seite des Königs zu kämpfen, ist mir ein Rätsel. Versorgen wir erst einmal die Verwundeten und schätzen die Schäden ein, bevor wir weitere Strategien besprechen. Die genaue Zahl der Todesopfer wird noch berechnet. Es sind aber mit Sicherheit Hunderte von Wachen und Zivilisten gestorben. Der Schaden an der Stadt selbst ist minimal. Der Angriff war so überraschend, dass es kaum Gefechte gab, bis sie den Palast erreichten. Unsere Schiffe im Orbit haben dank der Kommandantin keinen Kratzer abbekommen. Das Auftanken sollte innerhalb der nächsten Stunde abgeschlossen sein. Dann ist eure Mission hier beendet? Ich wünschte, wir könnten bleiben und helfen. Aber da die Imperialen auf dem Weg nach Corellia sind... Wir sollten bleiben. Wir müssen bleiben. Na klar, bleiben. Ich sehe das ähnlich. Wir sollten bleiben und helfen. Es ist nicht nur das. Die Droiden, die uns angegriffen haben, wurden ferngesteuert. Und ihr habt gesagt, dass sie mit der Stimme einer Frau sprachen. Darth Zavik ist das neue Sith-Ratsmitglied, das für wissenschaftliche Forschung zuständig ist. Ich habe in Nosturals Akten über sie gelesen. Sie benutzt Droiden für alle ihre Missionen. Und ich habe mir ihr technisches Innenleben angesehen. Die Signalreichweite ist nicht groß. Das bedeutet, dass Zavik sich momentan noch auf Onderon befindet. Ein Mitglied des Rats der Sith könnte uns viel über die Pläne des Imperiums verraten. Wenn wir Zavik finden können, wird sie wissen, auf welche unserer anderen Flotten sie es abgesehen haben. Ihr habt gut mitgedacht. Wie finden wir sie? Wir können mit König Petruf anfangen. Wenn die Sith ihn manipulieren, werden sie nicht weit sein. Er wurde zuletzt gesehen, als er zu seinem königlichen Jagdschloss aufbrach. Wenn ihr durch die Wildnis von Onderon reist, solltet ihr das nicht allein tun. Zum Glück habe ich genau die richtigen Helfer für euch gefunden. Jakaro, C2D4. Es wird uns ein Vergnügen sein, euch über unsere geliebte Welt zu führen. Was habt ihr all diese Jahre so getrieben? Wir haben einem Idioten nach dem anderen gedient. Es folgte Narr auf Narr. Aber jetzt ist uns das Glück endlich wieder hold. Wir überlassen das euch. Arn und ich sollten besser hierbleiben, falls die Imperialen einen weiteren Angriff starten. Aber meldet euch auf jeden Fall, falls ihr Verstärkung braucht. Ich versichere Ihnen, werter Jedi, dass Sie in den besten Händen sind. Oh, Hände. Natürlich. Auf zum königlichen Jagdschloss. Yeah, Level 71. Ja, war ne cooler Abschnitt von der Quest wieder. Und da machen wir Schluss jetzt für diese Folge wieder. Und mal schauen, wie es weitergeht. Dann müssen wir ins Jagdschloss. Die Jagd nach dem Sith Lord. Und da schauen wir mal, wer das ist und was uns da erwartet. Bin schon gespannt und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.